Hallo und herzlich willkommen zum Ravnica Mixer Sealed Event, was ein ganz besonderes Event ist und gar nicht so lange auf Arena zur Verfügung steht. Deshalb wollte ich auf jeden Fall ein Video damit drehen. Wir spielen ein Sealed Event mit 3 Boostern Ravnica Allegiance und 3 Boostern Guilds of Ravnica. Das ist normalerweise so eigentlich nicht vorgesehen gewesen, denn das waren jeweils Standalone-Sets, die man alleine gesealedet hat. Also entweder 6 Booster Ravnica Allegiance oder eben 6 Booster Guilds of Ravnica. Hier werden die zusammengepackt und ich bin mal gespannt, wie die einzelnen Decks dann so aussehen werden, denn das Problem an dieser Sache ist, ich habe mich, wie gesagt, noch nicht so genau mit diesem Event auseinandergesetzt, dass es ja in Ravnica 10 Gilden gibt. Und in den jeweils verschiedenen Sets immer 5 Gilden vorhanden waren. Also zum Beispiel waren Dimir, Boros, Izzet, Golgari und Celestia im ersten. Und die anderen, die ich jetzt sicherlich nicht alle zusammen aufzählen kann, darunter sind Gruul, Simic, Orzhov, Azorius und das letzte habe ich vergessen. Rakdos vielleicht sind in Ravnica Allegiance. Und jetzt kriegen wir so ein Sealed Deck, wo man dann wahrscheinlich 5 Color gehen muss. Aber ich gehe mal einfach rein und dann schauen wir mal, wie das Ganze denn so für uns auslaufen wird. Okay. Oh, wir haben Du. Niv-Mizzet ist, glaube ich, nicht so leicht zu casten, würde ich an dieser Stelle mal sagen. Aber ich habe hier, glaube ich, ein ganz nettes. Alter, wir haben 3 Mythics. Ich habe hier, glaube ich, ein ganz nettes Absahn-Deck. Doom Whisperer ist eine der besten Mythics aus Guilds of Ravnica. Seraph of the Scales war eine sehr gute Karte aus Ravnica Allegiance. Und March of the Multitudes kann auch ziemlich gut sein. Was macht das hier? Multicolor Creatures, you control get plus one, plus one. Das ist natürlich hier mit. Ne, die sind nur weiß. Okay, wir gucken uns einfach mal an, wie unser Pool so aussieht. Ich bin auf jeden Fall ein Fan von Absahn. Mal gucken, ob das auch was kann. Ne, glaube ich nicht. Wir haben nämlich relativ wenig weiße Karten. Wir haben Impassioned Orator, der ist ganz gut. Wir haben den Tense Joystick Guard, der zur Not geht. Der Spire, Spirit of the Spires geht. Loxodon Restorer ist nicht so geil. Watchful Giant auch nicht. Wir haben 3 playable weiße Karten. Okay, das überzeugt nicht so sehr. Quench ist wahrscheinlich im Sealed zumindest playable. Unexplained Disappearance sowieso auch. Capture Sphere ist in Ordnung. Chemist's Insight ist sehr, sehr stark. Devious Cover-Up könnten wir auch spielen. Humongous bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Death Touch Kreaturen, Hired Poisoner, der ist gut. Burglar Rat war eine der besten Commons in der Dimir, im Dimir-Archetypen in Guilds of Ravnica. Wir haben Whispering Snitch, mal gucken, wie viel wir surveillen können. Wir haben Cry of the Canarium, zur Not geht das Grotesimize, ist gut. Plaguecrafter ist okay. Carrion Imp ist spielbar, okay. Schwarz sieht nicht ganz so schlecht aus. Illgarten Inheritance ist eine sehr starke Karte. Doom Whisperer können wir auch mitnehmen und Removal Spells brauchen wir natürlich auch immer. So, wir haben einen roten Karten, erstmal nichts so richtig Interessantes. Electrostatic Field geht klar, Scorchmark geht auch klar, Direct Current geht klar, Amplifier ist natürlich eine gute Karte, Cosmotronic Wave, wenn wir ein aggressives Deck sind und Command Storm. Auch nicht so richtig überzeugend, aber wir wissen ja, Ravnica ist auch eigentlich ein Multicolor-Block oder ein Multicolor-Set. Da wird es auch noch einige Multicolor-Karten für uns geben. Defkarian Dissident ist okay, Sorrow from Hybrid ist gut. General Stray ist in Ordnung. Brush Strider ist, naja, playable. Wir haben sogar mehrere davon. Crawl Foragers gehen auch zur Not. Die Mammoth Spider geht klar. Rampaging Rantorn ist okay. Und Biogenic Upgrade auch. So, dann schauen wir uns jetzt mal die Multicolor-Karten an. Vor allen Dingen auch unser Fixing. Masurius Guildgate. Wir haben das Locket. Wir haben das Locket. Wir haben noch ein Guildgate. Wir haben 2-mal schön Azorius Removal. Wir haben einen Seraph, der ist nice. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird schwierig. Electromancer, Cyclops ist okay. Das Locket kommt hier hin. Carnival Carnage ist ziemlich gut. Macabre Mockery ist nicht so gut. Rakdos Firewheeler ist sehr stark. Das gilt. Okay, okay. Jetzt kommen noch ein paar. Ich gehe mal in die zweite Reihe hier rein. Frenzied Arrings ist gut. Thunder Shaman ist auch ziemlich gut. Okay, vielleicht sind wir auch irgendwie. Aber Gruul wollen wir nicht sein. Wenn, dann wollen wir vielleicht Junt sein oder so. Wir haben auch den. Ja, genau. Wir haben einfach 3 von den sogenannten Unsplashables. Das sind einfach die BBRR-Casting-Cost oder Rot-Rot-Weiß-Weiß-Casting-Cost. Quasi unbezahlbar außerhalb dieser 2 Farbkombination. Okay, wir haben noch einen Celestia Guild Mage. Wir haben noch einen Celestia Locket. Noch ein Locket. Und wir haben March of the Multitudes. Okay, wir können sehr viele Karten rausnehmen. Wir haben sehr viel Fixing auch, aber ich glaube, das muss ja auch so sein. Oh mein Gott, das können wir noch nie bauen. Wer kann denn dieses Deck, wer kann denn hier ein Deck draus bauen? Okay,
Gut, lass uns mal schauen. Also vielleicht sind wir sowas Schwarz-Grün-mäßiges. Ah, Schwarz und Grün sind auf jeden Fall die tiefsten Grundfarben, die wir haben. Und die sind auch, glaube ich, okay. Dann ist jetzt die Frage, können wir Doppelweiß splashen? Eigentlich nicht. Eigentlich können wir alles, was mit Weiß zu tun hat, sein lassen, weil Weiß als Base-Kombination nicht so wirklich was reißt. Wenn wir Schwarz-Grün spielen, könnten wir noch Rot dazu nehmen. Oh Gott, das ist aber traurig hier. Oder Blau vielleicht. Bringt es uns was, wenn wir Blau dazu nehmen? Weil wir haben zumindest mal zwei Simic Guild Gates. Wow, das ist ein schwierig zu bildendes Ding. Ravnica Mixer macht Bock, aber ist kompliziert. Lasst mich mal kurz schauen. Swarm Guild Mage. Kann man. Ich. Ha. Jund wäre schon okay, aber wir haben ausgerechnet in Jund auch extrem wenig Fixing, ne? Wir haben ein Golgari Guild Gate, alles andere fixt nicht so richtig für Jund. Wir haben noch einen Rakdos und einen Gruul Locket, aber die sind jetzt auch nicht so mega krass. Wenn wir jetzt natürlich Jund spielen wollen, aber eigentlich glaube ich, ist Abzan immer noch the way to go. Mit den beiden Guild Mages, mit dem Seraph of the Scales. Und dann vielleicht kriegen wir das unter. Ich glaube es eher nicht. Haben zwei Guild Gates davon. Okay, wir schauen uns erstmal an, wie denn Abzan aussehen würde. Ich packe mal hier so ein bisschen das, was wir nicht brauchen, raus. Multicolor-Karten. Ja, gut, okay. Das wäre dann nicht playable. Das wäre vermutlich nicht playable. Der wäre vermutlich playable. Das eher nicht. Das hier eher nicht. Das tatsächlich auch nicht. Die beiden wären playable. Den brauchen wir nicht. 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 Somala Woodshaper wäre playable. Und um March of the Multitudes tut es mir ein bisschen leid. Aber wenn wir weiß splashen, geht das natürlich auch nicht. Ich packe mal eben schnell zwei Länder rein, damit das ein bisschen nach Mana sortiert wird, wenn ich rausgehe. So, gehen wir mal kurz raus. Schauen uns das Seed Deck nochmal in Ruhe an. Und ja, ich glaube, es wird eher so im Absahnbereich sein. Ich weiß echt nicht, ob ich. Aber warte mal. White Sword, es hat Convoke. Das heißt, ich kann theoretisch auch mit weißen Kreaturen dafür bezahlen. Ja? Das heißt, mit ihm hier könnte man zum Beispiel dafür bezahlen. Aber sollen wir das einfach mal riskieren? Ich glaube, ich packe jetzt einfach mal die nötigen Lockets hier rein. Celestia und Ors of Locket. Packen wir jetzt einfach mal rein und dann gucken wir mal, ob wir March of the Multitude spielen. Das ist schon eine ziemliche Bombe. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir sie casten können, aber es wäre irgendwie geil. Ja, Mammoth Spider brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Craw Foragers sind okay, würde ich behaupten. Zwei Sylvan Brush Strider brauchen wir auch nicht. Wie viele Karten haben wir jetzt überhaupt drin? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Immer erstmal die Plains raus. Azorius Guild Gate, das kann raus. So. Okay. Zwei Karten müssen noch gecut werden. Und March of the Multitudes ist halt gierig. Also macht das bitte zu Hause nicht. Das sollte man, glaube ich, nicht splashen. Ich mache es jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass wir genug White Sources bekommen werden, wenn die Kreaturen halt eben mitzählen. Snitch brauchen wir nicht. Snitch macht gar nichts. Da müssen wir noch eine Karte cutten. Das hier finde ich eigentlich alles okay. Die Lockets sind auch in Ordnung. Man könnte einen Carrion Imp cutten oder einmal Crawl Forages vielleicht. Biogenic Upgrade. Sechs Marken irgendwo drauflegen. Ich meine, gut, wie kriegen wir denn sonst noch Marken? Wir kriegen durch Zorathon Hybrid Marken. Wir kriegen durch das Rantorn Marken. Und das war es im Prinzip auch schon. Vielleicht ist Biogenic Upgrade auch gar nicht so stark. Ja, wahrscheinlich nicht. Dann sind wir jetzt bei exakt 23 Playables und nur noch die Länder reintun. Ich will, glaube ich, mindestens 8 Black Sources und ich glaube, ich hätte gerne mindestens 7 Grün Sources. Und dann müssen wir mal gucken, was noch übrig bleibt für Weiß. Ich glaube, da bleibt gar nicht mehr so viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann haben wir noch, packen wir noch 5 rein. Ach so, Grün ist ja weiter hinten. Offensichtlich. Wuburg. So. Und dann könnte man jetzt noch drei White Sources reintun für 1, 2, 3, 4. Dann wären es jetzt 8 davon. 7 grüne. 3 weiß. 4, 5 weiß. Ja, vielleicht geht's sogar. Wir haben insgesamt auch noch damit noch eine schwarze. Das heißt, wir sind bei 9 schwarzen. Damit haben wir noch eine grüne. Das heißt, wir sind auch bei 8 grünen. Ich glaube, das ist okay. Schnell zu den
Lanes rüber. 1, 2, 3. Dann haben wir jetzt 10, 17 Länder. Ein paar Spoiler. Also wir haben alle unsere drei Mythics irgendwie untergebracht. Auch wenn March of the Multitudes vermutlich schwierig zu casten wird. Also ich bin mal gespannt, was die anderen Leute in dem Event so für Decks mitbringen. Ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr oder was eure Erfahrungen mit dem Ravnica Mixer Sealed waren. Wir hatten das ja bereits mal als Draft-Format. Da fand ich es ziemlich cool. Im Sealed wirkt das so ein bisschen so, ich meine, wenn du Niv-Mizzet aufmachst und dann spielst du Abzan. Bist du farblich auf jeden Fall ein bisschen eingeschränkt? Lasst mich gerne wissen, wie eure Erfahrungen sind, ob ihr Bock drauf hattet. Und natürlich könnt ihr auch gerne den Daumen hoch hier lassen oder vielleicht sogar auf den Abo-Knopf drücken. Würde ich mich sehr freuen. Wir gehen jetzt aber erstmal rein in die Games. Ja, ich denke, das müssen wir halten, ne? Wir haben zwei Bomben auf der Hand. Wir haben ein bisschen was, was uns, sagen wir mal, early beschützt. Und wir können relativ schnell unsere Bomben rauslegen. Wir haben sogar schon zwei weiße Mana und zwei grüne Mana. Wir haben drei weiße Mana, zwei grüne und ein schwarzes. Okay, Doom Whisperer können wir noch nicht casten, aber das ist nicht ganz so schlimm. Das ist nicht ganz so schlimm. Coole Hüllen hier auf jeden Fall. Oh, direkt Swings of Foresight. Klar. Gegner direkt am Start hier mit der Rare, die den Draw unglaublich verbessert. Na, dann bin ich mal gespannt. Das ist natürlich echt geil. Am Anfang des Spiels erstmal Scry 3 machen zu können, ist saustark. Aber ich finde meine Hand auch nicht schlecht. Turn 2 werden wir wahrscheinlich getapptes Land legen. Turn 3 dann Locket. Turn 4 entweder. Ah, das ist aber ärgerlich. Entweder Seraph oder Doom Whisperer, je nachdem, ob wir noch ein schwarzes Land ziehen. Whisper Agent ist nicht ganz so geil, weil der kostet auch doppelt schwarz. Na gut, dann werde ich wahrscheinlich. Gibt es irgendwas, was ambushen kann oder so? Nee, ne? Nimm doch einfach einen Schaden. Es gibt doch keinen Ninja oder so. Also ich kann den Hyatt Poisoner jetzt nicht tauschen gegen Kappa Tech Wrecker oder so. Zack. Und da ist das Locket. Hoffentlich. Sehr schön. Das heißt, nächste Runde Seraph ist secured. Doom Whisperer nur mit einem Swamp. Okay. Rampaging Rentron würde zur Not aber auch gehen. Verity Circle, was macht das? Whenever a creature an opponent controls becomes if it isn't. Die geklärt ist, you may draw a card. Okay, ja gut, das ist nicht so schlecht. Aber wisst ihr, was auch gut ist? Ein Doom Whisperer. der Swamp von oben war relativ okay. Ich sag's, wie es ist, Leute. Der Swamp von oben war sehr okay. Ja, Swings of Foresight ist fein. Ich kann nämlich einfach immer noch mit allem angreifen. Ich glaube, ich gebe dem auch einfach Haste, oder? 4-4 Haste. Und dann greifen wir einfach für 11 an. Ja, das ist. Das sieht sehr angenehm aus. Zumal wir noch ein ganz okayes Backup haben mit Seraph und Whisper Agent. Ich könnte mir jetzt einen Swamp nach oben scryen. Weil dann könnte ich nämlich Seraph legen und noch Whisper Agent. Ich brauche ja drei schwarze Quellen dafür. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das noch nötig sein wird. Ich glaube, Rokil gibt. Oh, hat sogar kein Land gefunden. Das ist natürlich auch nochmal ekelhaft. Das ist sogar die schwarze Quelle. Hilft mir jetzt leider nicht so ganz viel, um mal Double Splayen zu können, aber ist in Ordnung. Bounce? Ah, okay. Das ist auch nicht so schlimm. Dann werden wir einfach den Doom Whisperer wieder ausspielen. Und ein Golgari Guild Gate. Dann können wir auf jeden Fall nächste Runde Seraph legen und Whisper Agent. Na ja, gut, das ist leider auch einfach egal. Hat keinen. Ja. Es tauscht halt gegen den 1-1 Death Toucher. Okay, dann mal Gas gegeben. Muss nicht blocken, ja. Dann lege ich dir den mal hier hin. Ist das ein Frech? Also wenn man die Mythics zieht, ist das natürlich auch nochmal extra frech. Kein Wunder, dass der Gegner keine Lust mehr hat. Ich meine, der Gegner hat uns auch zwei Rares gezeigt. Wir haben allerdings mit zwei Mythics gecountert. Das war ein guter Start in ins Event. Runde 2. Wir haben einen Doom Whisperer auf der Hand. Ich glaube, eine Hand mit Doom Whisperer ist grundsätzlich in Ordnung. Leider kein Turn 1 Play, aber gut, wir haben. Perfekt. Hyatt Poisoner guckt so gerne in die Burglar Red rein, die den Gegner dazu zwingt, erstmal eine Karte abzuschmeißen. Und dann würden wir ja auch noch traden. Burglar Red Granate. Oh. Swings of the Guild Pact. Okay. Okay, wie viele Planes spielen wir nochmal? Drei, ne? Klassiker. Ja, ich würde nicht angreifen, ich würde hier lieber traden. Screaming Shield, das ist glaube ich auch keine gute Magic-Karte. Wenn ich mich nicht täusche. Nee, das ist keine gute Magic-Karte. Equip 3. Holy moly.
Das war ein guter Draw. Der Swamp war ein guter Draw, weil da haben wir dann wieder pünktlich Turn 5 Doomispra. Ich kann jetzt wählen oder falls er was Großes spielt, das Grotesque-Demisen. Ja, mal gucken. Für 3 Mana equippen, glaube ich eher nicht. Noxious Grudian. Okay, ich glaube, da würde ich tatsächlich erstmal eine Runde surveillen. Oder gibt's Attacks? Okay, ja, das ist auch in Ordnung. Die würde ich nehmen. Ich weiß aber auch nicht so richtig, was ich suche, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das suchen wir nicht. Oh ja, das war nicht schlecht. Carrion Imp ist nicht schlecht. Ich würde einen 3-3, 3-2 auf jeden Fall gegen einen 2-2 Deathtoucher tauschen. Biete hier mal den Trade an. Okay, passiert nicht. Dann lege ich Doomus. Das ist aber auch frech, einem dreifarbigen Deck immer alle Farben zu haben. Und nein. Nein. Das ist nicht in Ordnung. Ich activate mal. Boah, finde ich beides sau strong. Halte ich beides. Hätte ich mir sparen können. Oh, nächste Runde haben wir dann sowas wie Swarm Guildmage und Grotesque Demise. Danach können wir mit den Fliegern gewinnen. Das ist alles sehr, sehr, sehr angenehm. Price of Fame ist auch eine sehr gute Karte. 4 Mana, Instant Speed, Destroy Target Creature, Surveil 2. Ist rock solid, kann man sagen. Gegner überlegt gerade, was er macht. Immer wenn die Gegner so ein bisschen länger überlegen, habe ich so ein bisschen Schiss, dass das Internet wieder abgerissen ist. Aber ich glaube. Ja, okay. Das war einfach nur eine schwierige Surveil-Entscheidung. Finde ich gut. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir es so. Wait, what? Oh, ich kann nicht Geo-Chesting machen. Okay. Verkackt. Na ja, gut, ja, stimmt. Ich habe vergessen, dass wir ja 3 Planes gezogen haben. Okay. 5 Mana und 3 Karten zu mühlen. Das ist einfach so bad. Das ist so bad. Aber gut, natürlich mit vielen Death-Touchern ist es wiederum nicht ganz so schlecht. Plus 1, plus 0 und Menace. Plus 1, plus 0 und Menace. Das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Dann können die beiden angreifen. Ich kann auch einfach erstmal einen Flieger legen. Ich glaube, ich nutze das Mana hier einfach komplett aus. 1 plus 0 mit Menace. Dann greifen einfach alle drei an, fertig. Das ist ja schon nicht wenig Schaden, ne? Ich gehe mal davon aus, dass der Guildmage geblockt werden soll. Dann tausche ich den Guildmage gegen den Death Toucher und dann werden noch 6 Schaden genommen, was für mich vollkommen okay ist. Und danach wird nicht mehr geblockt, weil nur noch eine Kreatur da ist. Beziehungsweise ich hätte vielleicht sogar. Dann noch ein Removal offen. Ja, offensichtlich geht der 2-2er davor. Jetzt mühlen wir für 2. Was aber in Ordnung ist. Oder mühlen wir 3, Entschuldigung. Ich glaube, wir sind mit dem Damage schneller fertig als er mit unserer Library. So, ich will mich nie aus. Okay. Das ist ja auch nicht schlecht. Damit könnten wir jetzt auf jeden Fall 5 Damage immer durchdrücken. Sogar 6, wenn ich einfach Grotesque Demise spiele. Ja, okay. 6 ist besser. 6 ist besser als 5. Heard it here first. Und deshalb seid ihr auf dem Channel. Okay. Ah, 3 Damage, 3 Leben nur noch, 2 Flieger am Start. Gegner. Ich meine, es gibt sicherlich Möglichkeiten. Zum Beispiel wären eine Burglar Rat ist ein Start, das ist ein Blocker. Equip Burglar Rat. Also Enforcer, auch nicht schlecht. Okay, ja, gut. Das ist schon nervig. Könnte natürlich einfach. Okay. Immer diese Death-Touch-Geräte. Okay, wenn ich jetzt Menace gebe, dann wird der geblockt, dann stirbt der an der Burglar Rat und es kommen 2 Damage durch. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich spiele lieber einen Flieger. Und bin mit dem Flieger lethal. Ja. Und gain einfach End of Turn 2 Leben. Haben wir jetzt das Mana perfekt ausgenutzt. Wenn der Swarm Guildmage stirbt, könnte es vielleicht sogar noch problematisch werden. Okay, der Drake ist so eine Sache. Oh Gott, ey. Das ist ja super annoying. Okay, you gain 2 life. So, wenn ich jetzt Menace gebe, ist aber, glaube ich, okay, ne? Dann werden 2 geblockt. Dann, das heißt, es muss der geblockt werden.
Und der muss geblockt werden, der tradet hier. Wir haben zwei Kreaturen, aber dann habe ich immer noch nicht gewonnen. Der geht nur auf 1 und wir haben immer noch nicht gewonnen. Was soll das? Oh nein, ich habe die falsche Ability aktiviert. Okay, na gut. Shit. Das war nicht ganz so schlau von mir. Ich wollte eigentlich Menace aktivieren. Zwei Kreaturen vom Gegner sterben. Oh nein. Kommt Big Mark jetzt nochmal aus der Nummer raus? Oh mein Gott. Das wäre so annoying. Jetzt wären wir vielleicht doch noch ausgemühlt. Ors of Locket. Ich glaube, dann zieh eins, zwei, drei, ja. Ziehen wir mal zwei Karten. Die teuerste Divination aller Zeiten. 7 Mana Draw Two Cards. Findet den Hired Poisoner. Der ist uninteressant, aber wir können wieder zwei Life gain. Yay! Naja, solange wir jetzt noch ein paar Kreaturen aufs Battlefield legen. Menace skaliert ja sehr, sehr gut. Oh, die nächste Karte war March. March mit Menace wäre so gut gewesen. Kriegen wir March irgendwie wieder zurück? Ne, kriegen wir auch nicht. Oh boy, scheiße. Gegner legt plötzlich einfach genug Kreaturen aufs Board. Was soll das? Jetzt kann aber immerhin nicht gemüht. Noch kann gemüht werden, ne? Für zwei. Okay. Nehmen wir drei. Der March wäre so gut gewesen. Der Raph ist auch sehr stück. Sehr stück. Ein sehr stöker Seraph. So. Vigilance und Death Touch, Afterlife 2. Gegner ist auf 5 und wir haben. Der Gegner hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blocker. Also, wenn wir 5 Attacker haben und der Gegner hat 6 Blocker, lass mich kurz überlegen. Und dann müsste er 10 Blocker haben. Der hat aber nur, kann nur 3 Kreaturen blocken. Im Moment ist es. Ah. Nice. Immer noch nicht lethal. Aber er kann auf jeden Fall nicht angreifen. Aber ich glaube, jetzt können wir. Können auch noch eine Runde warten. Reveal a Creature Card. Wir warten, glaube ich, noch eine Runde. Das kann so schlecht nicht sein, jetzt noch zwei Kreaturen aufs Battlefield zu legen. Oh. Oh. Bist auf 5? Oh. Du bist auf 4. Wir haben noch 8 Karten in der Library. Mühlung für 3, dann gehen wir auf 5. Mühlung für 3, dann gehen wir auf 2. Karte ziehen, gehen wir auf 1. Oh, oh boy. Das ist doch nochmal ein spannendes Game geworden. Ja, wir gehen auf. Okay, wir haben 5 Karten. Wir ziehen eine 4. Wir mühlen 3, haben noch eine Karte in der Library. Aber das müsste doch reichen. Also, wir haben entweder 6 Attacker. Der Gegner braucht 12 Blocker. Kann im Moment 1, 2, 3 Kreaturen blocken. Das reicht nicht. 3 kommen durch. Und wir haben noch den Ill-Gotten Inheritance Drain theoretisch. Also sollten Kreaturen sterben. Ich glaube, wir haben uns so ganz eben noch durchschlawinert. Vielleicht. Weiß ich nicht. Hängt ein bisschen natürlich von den zwei Handkarten von Big Mark ab. Wir haben nämlich nur noch einen Zug. Wir haben definitiv nur noch einen Zug. Okay. So, warte mal, wie viel ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das kostet mich 11 Mana. Das heißt, ich kann nicht beides machen. Gut, ich habe nur noch einen Zug. So, was ist denn wahrscheinlicher, dass er Removal hat oder dass er Life Gain hat? Wahrscheinlicher, dass er Removal hat. Dementsprechend, glaube ich, zünde ich die jetzt einfach. Nein. Nein. Sei einfach tot. Okay. 2-0. Guter Start. Ja, auch eine schöne Hand. Two-Drop, Three-Drop. Wir surveillen in eine Plains für den Zumala Woodshaper. Wir haben Removal Spell. Also viel mehr kann man sich nicht wünschen. Außer vielleicht einem Doom Whisperer. Wenn der noch kommen würde, wäre natürlich extrem geil. Mal gucken, was Kevin dazu sagt. Jace gegen Jace. Das Witzige ist, die Jace im Mindscape, das ist jetzt das Avatar. Also wenn man diesen Duell-Screen hat, super klein. Und der andere Jace hier, ich weiß nicht, ich glaube, es ist Unravel of Secrets oder so, ist immer noch super groß. Boah, der hat mit einem Breeding Pool angefangen. Aber na klar. Turn 1 erstmal nur Rare rausgedonnert. So. Okay. Gegner spielt vielleicht 5 Color. Also 4 hat er schon. Das ist nicht schlecht.
Gutes Tempo vorgelegt. So, wir werden jetzt die Devkarin Flower. Basic Forest or Plains Card. Flower ist eine coole Karte. Flower Flourish ist mega, mega nice. Noch ein Swamp. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall genug für Doom Whisperer. Mana, Pitiless Gorgon. Okay. Oh, Stray ist auch gut. Ich glaube, ich werde aber trotzdem. Trade finde ich super. Also ein 2-2er gegen 2-2 Deathstarter zu tauschen, würde ich All Day Everyday machen. Ich würde wahrscheinlich sogar Whisper Agent gegen die Pitiless Gorgon tauschen, wenn die jetzt angreifen sollte. Wir kriegen noch einen Surveil daraus, also. Wir halten uns einfach an den Plan, den wir zu Beginn der Starthand schon gestrickt haben. Rhyme Speaker. Okay. Okay, kein Attack. Das ist aber spannend. Uff, Grotesque Demise müssen wir oben lassen. Ich glaube, wir müssen den Prime Speaker killen. Okay, gut, dass wir das Removal gefunden haben hier. Ja, dann wird jetzt wahrscheinlich gegen Whisper Agent getradet, oder? Nee. Gegen die Dissidentin. Gut, ist okay. Wir haben nächste Runde 5 Mana. Die Dissidentin kann theoretisch für 5 hauen, für 4 hauen. Ja, ob das so gut ist. Schön. Celestia Locket. In Stray. March. Wie komme ich denn an Mar nee, Mar doch, March komme ich schon dran, ne? Ich habe Somala Woodshaper gleich und ich habe eine White. Oh, klar, natürlich. Doppel White Splash, gar kein Problem. Alter, der Gegner nutzt aber auch einfach die 5 Farben sehr, sehr, sehr gut aus. Mammoth Spider, okay. Haben wir keinen Attack mehr. Ist fein. Wir hätten theoretisch einen Attack mit Consign to the Pit. Auf 10. Wir bringen ihn auf 6. Vielleicht ist das sogar okay. Einfach jetzt gegen ein fünffarbiges Deck ist wahrscheinlich sogar okay, den Druck aufrechtzuerhalten. Am Ende kommen da wahrscheinlich noch der ein oder andere Spoiler. Aber ich glaube, so Instant Speed, March of the Multitudes wird gleich noch richtig geil. Da rechnet auch keiner mit, ne? Weiß ist halt ein Splash. Offensichtlich hat man keine doppelweiße Karte im Deck. Oder vielleicht doch. Ja, Kevin überlegt noch. Also jede Kreatur hiervon umzubringen ist für mich völlig fein. Das nur nicht den Somala Woodshaper umbringen, weil den brauche ich noch als zweite White Source. Was hat denn? Also dafür, dass er fünffarbig spielt, ist das Power Level auch nicht so im. Okay, Vanifa ist schon nice, aber im Limited auch gar nicht so gut. Eher was fürs Constructed. Deadweight. Okay, das geht. Was habe ich gerade gesagt? Upsi. Wow, super viel Fixing. Flower Flourish und Open the Gates. Nicht schlecht. Gleich kommt Gate Colossus oder wie der heißt. So, was machen wir mit Hrothgar? Wahrscheinlich. Bitte, bitte nicht das Locket killen. Das wäre so crazy gewesen. Aber ich meine, das macht man natürlich nicht. Dann stirbt Ruska einfach an der Stray. Okay, jetzt ist auch egal. Jetzt wäre es auch okay gewesen, wenn du das Locket killst, weil offensichtlich ziehen wir natürlich die Plains. Carry on, my wayward son. So, wenn wir gleich ein Land ziehen, würde ich sogar erstmal noch Doppel-Carrion Imp legen. Einfach als Möglichkeit, Ruska relativ schnell zu besiegen. Und dann machen wir einen fetten March. Okay, der ist wie groß? Okay, 7-7 Gargoyle. Scheiße. Oh boy. Was macht das Ultimate? Okay, dann spielen wir halt Brush Strider. Gain erstmal ein bisschen Leben. Den Carrion Imp. Exilen was. Ja.
Frage ist, ob unser Gegner angreifen wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wir können gleich theoretisch 8, also wenn der Board State jetzt so bleibt, können wir 8 Tokens machen. Was nicht schlecht ist. Der Gegner ist auf 8. Dann hätten wir 12 Attacker. Imara ist. Ah, nur weil du 5 Color spielst, musst du ja nicht alle Rares ziehen, mein Freund. 2 Mythics, 2 Rares gezogen. Okay. Wenn er jetzt nochmal plust oder sie, dann kann Ruskar nächste Runde ultimaten. Was ziemlich ekelhaft wäre. Kann auch eine Kreatur umbringen. Das Locket killen. Geht auf 9. Ich glaube nicht, dass der Gargoyle angreift. Genau, das ist zu risky. Guildgate natürlich ein bisschen ärgerlich. Wenn es eine Untapped Source gewesen wäre, hätte ich noch einen Token mehr rausgekriegt. So, mal gucken, ob Ruskar ultimatet. Holy moly. Oh, nein! Creatures your opponent control gets minus 1, minus 0. Ich. Alter. Das ist so schlecht für uns. Oh Gott. Habe ich noch einen Removal-Spell? Ich glaube, ich hab keinen Removal-Spell mehr, oder? Oh mein Gott. Azorius Skyguard. Wie er mich einfach umbringt. Ich kann nichts dagegen machen. Kann ich? Ja, ich glaube nicht. Okay, Ruskar ist auf einen entspannten 11 Loyalitätsmarken. Jetzt kann er aber angreifen. Nee, macht er nicht. Okay, wir machen für 8, hatten wir gesagt, ne? Die besprochen für 8. Hey, 801 Lifelinker. Das ist schlecht. Okay, und jetzt? So bitte einfach gewinnen. Muss so sehr irgendwie noch ein Removal-Spell ziehen. Wir werden End of Turn das Locket knacken. Okay. Emblem ist da. So. Also wenn jetzt eine Kreatur von ihm Combat Damage macht, haben wir das Spiel verloren. Also jegliche Form von Unblockable oder was auch immer gewinnt sofort das Spiel. Das ist nicht cool. Das ist kein cooler Place to be. Ja, sieht aber. Also ich meine, noch haben wir ja eine Menge Kreaturen. Der hat Double Strike, okay, na gut. Ich werde halt immer blocken, offensichtlich. Yep. Das können wir nicht nehmen. So, zwei Karten ziehen, den umbringen, bitte. Oh, Swarm Guild Mage ist gut. Der gibt plus 1, plus 0 und Menace. Das ist richtig gut. Ach so, nee, warte mal. Das ist gar nicht gut. Ich bin einfach tot. Er hat einfach zwei Flieger. Ich habe ja nur ein, ich hab jetzt 100 Kreaturen auf dem Ba. Ja. Okay. Das reicht. Oh, der hat 13, 13. Scheiße. Na gut, dann sterbe ich wohl leider einfach an dem Ruskar-Emblem. Mit First Strike. Bevor ihr meinen Carrion stirbt, bin ich schon tot. Geil. Also über das Mana kann ich mich wirklich nicht beschweren, ey. Es läuft richtig gut. Wir können leider nicht so richtig was casten. Aber wir haben schon gutes Mana für später. Und wir haben Locket. Wenn wir jetzt also nochmal wieder einen Doom Whisperer ziehen würden oder so, wäre das auch gar nicht so schlecht. Schön. Das ist nicht schlecht. Dann können wir Swarm Guild Mage legen. Nächste Runde Celestia Locket. Und danach ist, glaube ich, alles aktiv. Ich meine, Conclave Guild Mage ist eigentlich eh nur interessant, wenn man 6 Mana hat. Weil den eigenen Kreaturen Trample geben ist nicht so spannend. Den eigenen Kreaturen. Oder ein 2-2er zu bauen ist halt wesentlich cooler. So, dann machen wir da mal nix. Nächste Runde habe ich theoretisch die Möglichkeit, Grotesque Demise und Conclave Guild Mage zu spielen. Hängt so ein bisschen davon ab, was unser Gegner uns so zeigt. Weil das, glaube ich, ist worth it. Wobei wir auch erstmal noch ein bisschen unser. Wir können auch, glaube ich, noch ein bisschen unser Deck erstmal ausdünnen. So.
Nächste Runde können wir quasi das gleiche nochmal machen, in Form von Sauroform Hybrid und dann Grotesque Demise. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, greift immer noch mit allem an. Weiß halt ganz genau, dass meine Kreaturen leider viel wertvoller sind als seine. Er ist gut. Aber im Moment mentort der immerhin nirgendwo drauf. Hier, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, das müssen wir schon machen. Und ich glaube, das müssen wir machen. Dann ist die Frage, ob wir einen Sauroform Hybrid legen oder einfach zwei Life Gain. Ich könnte auch einfach zwei Life Gain, ehrlich gesagt. Nächste Runde dann, weil, ich meine, ich block ja eh nicht. Also ich block weder mit Sauroform Hybrid, wobei dann hätte ich nächste Runde den adapten können. Vielleicht wäre es besser gewesen. I don't know. Nämlich zwei. Das Schöne in dem Set ist, man muss nicht zwangsläufig blocken. Man muss nämlich keine Angst haben, dass plötzlich irgendwie ein Ninja irgendwo herkreucht oder so. Das ist ganz nice. Burning Tree Vandal. Ich gain mal zwei Leben. Der kriegt wahrscheinlich eine besondere Netzmarke. Okay. So. Und ich glaube, wie viel Mana haben wir jetzt? Dann können wir jetzt Rushstrider und Illgarten Inheritance legen. Wir haben eine Menge Life Gain. Das ist okay. Wir haben die ganze Zeit diese Guild Mages, die nichts machen, weil ich einfach schon vorher viel zu sehr unter Druck gesetzt werde. Das ist schon krass. Okay, jetzt habe ich keinen Guild Mage mehr. Einen nur noch, Entschuldigung. Ich würde den Burning Tree Vandal, denke ich, blocken und dann nochmal vier nehmen. Ja, so ist das halt. Wenn wir noch ein Land ziehen, haben wir Sauroform Hybrid mit Adept Sauroform Hybrid, was ziemlich gut ist. Ja. Und um unsere Live-Tore, das müssen wir uns auch nicht mehr so richtig Gedanken machen. Wir haben ja Illgarten Inheritance. Crawl Forages sind auch nicht schlecht. Die blocken nämlich jetzt richtig gut. Dann können wir auch noch entspannt Life Gain wir einfach im Deck haben. Crazy. So. Gegner wird wahrscheinlich auch noch irgendwas Schlimmes haben. Bisher ist ja alles eher so. Okay, Sunhome Stalwart ist ziemlich gut und Get the Point ist ein guter Removal-Spell, aber alles andere ist eher fair. Ich gehe mal davon aus, dass noch die eine oder andere schlimme Karte kommen wird. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch einfach nicht. Ich glaube, wir spielen den aus. Ich hätte Sauroform Hybrid adapten können. Aber 6 Mana auszugeben, wenn der Gegner 6 Mana offen hat, ist immer ein bisschen gefährlich. Dementsprechend hier lieber auf Nummer sicher gehen, nichts machen, Go sagen. Wieder 2 Life Gain durch Swarm Guild Mage. Und das Game schön absahnmäßig auskontrolliert. Seht ihr, das meine ich. Wenn ich jetzt 6 Mana investiert hätte, hätte ich nichts gehabt. So ist, glaube ich, ganz angenehm. Karte on top gelassen. Okay. Auch eine. Okay. Na gut, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wir können theoretisch auch mit dem Flieger angreifen. Aber wir können eigentlich mit allen. Ja, nee, nicht mit der Katze. Aber mit allem anderen können wir theoretisch angreifen. Können aber auch. Können aber auch einfach einen Flieger legen. So, ich greife nur mit dem an. Falls der Gegner blocken sollte, werde ich den Swarm Gate Mage aktivieren. Und dann +1/+0 geben. Wenn er nicht blocken sollte. Spielen wir Carrion Imp. Und werden eine Kreatur exilen. Und wieder auf 19 sein. Erinnert ihr euch noch, wie wir kurzzeitig unter 10 Leben waren? Das ist so geil. Oh, das wäre übrigens ein richtiger Albtraum, wenn man das in Paper Magic machen müsste. Einfach die ganze Zeit Illgarten Inheritance triggert. Oh boy. Oh, der ist auch nicht schlecht. Dann können wir jetzt ja wieder mit den beiden angreifen. Er wird vermutlich wieder nicht blocken. Doch, blockt. Gut, dann. Na, boah, ich bin so dämlich, ey. Schon wieder die falsche Fähigkeit aktiviert. Okay, der Carrion Imp wäre jetzt tot. Wenn ich nicht dumm gewesen wäre. Bin ich aber leider gewesen. Na gut, dafür wäre ich aber dann auch auf 21. Natürlich viel schlechter wäre als 23. Okay. Boah, ich würde aber sagen,
was für uns hier relativ gut aussieht. Das ist auch kein beeindruckendes Play vom Gegner. Ah, jetzt machen wir mal hier. Ich weiß nicht, ob wir schon lethal sind, aber wir gucken zumindest schon relativ nah dran. Mit der richtigen Aktivierung jetzt. Vigilante. Ah, wenn er die Katze doppelblockt, ist auch fein für uns, ehrlich gesagt. Kann er gerne machen, glaube ich nicht dran. Okay, wir nehmen den mit. Wir sind denn das? Das sind 13. Okay, ist close. Der Gegner braucht ein ziemlich krasses Gerät, um das jetzt zu gewinnen. Selbst Ethereal Absolution hilft nicht mehr. Ich glaube, es gibt. Gibt es überhaupt irgendwas, was dir noch hilft? Farewell? Nee, ich glaube nämlich auch nicht. Schön, 3-1. Oh, gut, gefällt mir. Wieder absolut granatöse Hand. One-Drop, Two-Drop, Celestia Locket. Wenn wir jetzt noch irgendwie einen Seraph ziehen oder so und den March rausballern können, hervorragend. Der Gegner darf nur nicht wieder diesen Azorius-Flieger haben, der minus 1, minus 0 gibt. Dann wäre ich ein trauriges Bärchen. Okay. Stray. Vielleicht sogar das bessere Play. Vielleicht sogar das bessere Play hier einfach Stray. Ich glaube schon. Okay. Nee. Celestia Locket wäre eindeutig besser gewesen, weil dann hätten wir das Rantorn legen können. Okay, Gegner. Du spielst aber schon Magic mit, oder? Was kommt denn jetzt? Ein Wrath? Also langsam musst du dir was einfallen lassen. Muse Track, okay. Oh, Muse Track ist eine Möglichkeit, Karten zu spielen. Hier. Ace und rein! Nächste Runde haben wir noch einen Removal Spell. Beziehungsweise den Pump von der vom Dissidenten. Grantorn, okay. Bleibt wahrscheinlich. I see. Oh, da. Wir spielen Doom Whisperer. Der geht auch. Hier. Ja. Okay. Viel Spaß jetzt noch, auf jeden Fall. Du, Mistress, seid doch einfach dumm. Es gibt keine schlechten Hände in dem Format. Regel Nummer 1. Wir haben Doppelgrün, Doppelschwarz, Doppelweißes Mana. Wir haben Early Drops. Also, ich bin richtig vom Glück geküsst in diesem Event. Aber richtig krass. Außer einmal. Gegen Hrothgar. Aber ansonsten war es gut. Okay. Jetzt hätten wir mal was Besseres ziehen können als noch einen weiteren Forest hier. Also wirklich. Okay. Stray oder Locket? Ich glaube Locket. Damit wir nächste Runde den Agent legen können. Uns fehlt da das zweite schwarze Mana. Die Lockets haben sich auf jeden Fall auch ziemlich bewiesen, würde ich mal sagen. In diesem Format zumindest. In den jeweiligen separierten Formaten waren die nicht so gut. Also konnte man spielen, aber waren jetzt keine traumhaften Player. Okay. Okay, I guess. Oh, dann lege ich mal ein, zwei, drei Flieger, ne? Ins First Strike. Ich glaube, ich bleibe auch mal zu Hause. Ich bleib mal zu Hause. Ich kann doppelblocken. Weil selbst wenn er First Strike bekommt, kann er entweder nur den oder nur den killen. Und beide sind ausreichend, um ihn zu killen. Und außerdem kann ich so gleich nächste Runde beide Spells spielen. Wenn ich jetzt einen 3-Drop gespielt hätte, hätte ich nächste Runde wieder nur einen spielen können. Gleich habe ich 6 Mana. Und kann dann Whisper Agent und Generous Stray spielen. Also, glaube ich, die bessere Entscheidung. Zumindest Mana-Effizienzmäßig. Auch wenn ich jetzt hier durch die zwei Leben nicht bekommen habe. Aber ich glaube, das ist ein kleiner Preis dafür. Ja, ich glaube, ich Doppelblock. Ja, First Track geben ist nicht so schlimm. Wenn er jetzt noch einen Trick hat, ist schlimm. Holy moly. Oh, First Strike und ein Trick. Okay, coole Sache auf jeden Fall.
Rush Strider. Nee. Ah, Tajik ist gut. Tajik ist gut. Kann man noch nicht so richtig blocken. Ich hätte jetzt wieder einen Whisper Agent davor schmeißen können, aber für 2 Mana First Strike aktivieren und dann hat man Akrobat. Gegner, ein gutes Deck. Was ist hier los? Prevent all non-combat damage. Mhm. So, dann spielen wir mal hier den Whisper Agent. Lass mal einen Doom Whisperer finden. Burglar Red. Burglar Red, Burglar Red, Burglar Schmörgler Red. Ne, Burglar Red macht's nicht mehr. Wir brauchen schon irgendwie einen Removal Spell für Tajik oder sowas. Orange Horn ist okay. Das lassen wir mal relativ dick werden. In der Hoffnung, dass der Gegner nicht in Get the Point oder sowas hat. Oh nein, es wird schon wieder. Immer wenn diese Karte gehighlightet wird, denkst, weißt du halt schon wieder ganz genau. Upsi. Was hat er nochmal genau nicht haben? Stimmt, ein Get the Point. Ah, hab ich vergessen. Okay. Das ist actually fine. So bringe ich Tajik doch um. Ich glaube, Tajik müssen wir umbringen. Der Gegner rechnet wahrscheinlich nicht damit, dass wir noch mehr Life Gain haben. Aber wir haben noch mehr Life Gain. Viel, viel mehr Life Gain. Zack, sind wir wieder auf 13. Ich glaube, ich bin trotzdem behind, ne? Aber wir haben halt gute Mythics, die wir ziehen können, die uns wieder unbehinden. Conclave Guildmage. Der ist nicht schlecht. Aber der Thrall killt uns einfach, glaube ich, vorher. Upsi. Oh. Auch mal ein Removal Spell? Sonst sind wir relativ schnell dead. Right of Night ist okay. Ah, oh, noch mehr Flieger. Ah, okay, aber die bouncen aneinander auf. Das ist okay. Und Ilgarten Inheritance gibt mir vielleicht nochmal den einen oder anderen Zug mehr Zeit. Der Gegner hat auch nur noch eine Handkarte. Also jetzt wieder zwei, okay, aber... Wenn der Carrion Imp hält, nehme ich jede Runde 2. Oh, oh, okay, hm. Blockt. Blockt. Zeit zu doppelblocken. Habe ich die Zeit? Nehme ich noch? Ne, ich glaube, ich kann. Muss leider den Guildmage aufgeben hier. Was natürlich geil wäre, wären X11 Lifelinker. Die würden sich jetzt hier sehr gut machen. Okay, Damage. Wir sind auf 5. Das ist nicht ganz so schlimm. Gegner hat keine Handkarte mehr. Und Generous Stray ist ja auch nicht schlecht darin, Sachen zu blocken. Auf der anderen Seite, wie viel Damage nehmen wir jetzt? Wenn alle angreifen? Zu viele, oder? Block hier. Okay. Also, ich könnte so blocken und so blocken. Und dann würde ich jetzt in dem Fall 6 nehmen, könnte das Ding abschießen. Und dann würde ich danach 5 nehmen. Wenn ich allerdings jetzt so blocke, dann würde ich nur 5 nehmen. Dann würde das Ding zwar sterben, aber ich müsste das noch nicht knacken. Ich glaube, es ist besser so. Aber wir müssen schon irgendwas Sickes ziehen jetzt, glaube ich. Hm. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na gut. Dann haben wir leider nichts Sickes gezogen, ja? Dann sind wir einfach tot, ne? Da kann man sogar gar nichts gegen machen. Weil wenn ich könnte mich auf 6 hochpushen und ich nehme mindestens 6.
Okay, ich könnte natürlich was ziehen, vielleicht. Oh ja, okay, na gut. Das war zu crazy. Das war ein sehr, sehr gutes Mado-Deck. Tajik hat einfach alles gemacht. Wieder eine sehr schöne Hand. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ich hoffe, es kommt nicht wieder Turn 3. Turn 3 Tajik oder so. Aber die Hand ist nice. Burglarrat, Ill-Gotten Inheritance, weißes Mana. Wir haben jetzt sogar wieder March am Start. Also es ist alles da. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Mehr kann mein Deck auch einfach nicht. Also wenn es dann nicht reicht, dann ist es auf jeden Fall gerechtfertigt. Er ist Mono-White. Wow. Not bad. House of Loket. Healer's Hawk ist, by the way, auch eine krasse Karte. Ein Mana, 1-1 Flying Lifelink. Es ist so sick. Okay, Gegner ist ziemlich screwed. Das hilft uns ein bisschen. Ah, das ist natürlich doof. Du hast halt irgendwie eine. Okay. Vielleicht spielen wir doch noch Magic. Vielleicht spielen wir ja doch noch Magic. Smothering Tithe? Was? Resolve. Ich zahle einfach nicht. Nein. Dann kriegst du halt so ein Gerät und ich vermöbel dich, wenn das in Ordnung ist. Bin mal gespannt, was du mit dem Treasure anstellst. So. Jetzt kommt irgendwas super krasses. Ethereal Absolution oder keine Ahnung. Also der Treasure direkt genutzt, um mich hart zu punishen. Ich sehe es sofort. Okay. Ja, wird nicht gemacht. Nö. Ah ja, komm, wir können das einfach mal machen. Ich pay mal. Sowas hier. Ich gehe mal wieder ballern. Gegner geht auf 6. Steht die Möglichkeit, dass wir ihn relativ schnell aus dem Leben schießen mit der Inheritance. Ethereal Absolution. Write what the doctor ordered. Kann aber nicht angreifen. Was? Du bist tot, wenn du angreifst. Hä? Okay, weiter geht's. Schaffen wir die 7 Wins noch? Kann man nicht sagen. Gute Hand, wie immer. Kein schwarzes Mana, kein weißes Mana, aber Doom Whisperer dafür in der Hand. Gefällt mir. Ich würde jetzt einfach gerne ein paar Länder ziehen. Das wird mir schon komplett ausreichen. Er spielt auch schwarz. Gute Entscheidung. Discovery, auch eine schöne Magic-Karte. Discovery Dispersal. Nichts runtergelegt. Okay. Land war sehr gut. Wir haben jetzt zumindest schon mal Turn 4 in Carrion am Start. Das Schwarz-Weiß. Simic Locket. Okay, Schwarz-Weiß, Blau-Grün. Klassiker. Wow, perfekt reingezogen. Vielleicht schmeißt der Gegner ja eine Kreatur ab, die wir dann futtern können mit dem Imp. In Notion Rain, okay. Boah, die Karten, die unser Gegner in Dimir hat, sind aber auch alle ziemlich krass. Der ist schon ziemlich five-kolorig. So, folgende Möglichkeit. House of Locket, um danach Doom Whisperer safe zu haben. Oder Carrion Imp einfach so. Wir haben gerade so viel Druck auf dem Board. Ich glaube, es ist völlig in Ordnung, hier Carrion Imp zu spielen. Darf jetzt nicht noch eine Ethereal. Whenever you cast a multicolored spell, draw a card. Okay. Und was ist, wenn du einfach vorher tot bist? Okay. Touché. Touché. Block noch nicht mal den Guildmage tot. Das ist auch geil. Gar nicht gierig. Block noch nicht mal den Guildmage tot. Okay. Hat aber auch krass. Doppel Notion Rain, Whisper Agent, Discovery Dispersal. Wie waren denn die drei Booster einfach bitte in Guilds of Ravnica? Okay, so. Das war ein schnelles Finish. Endboss-Time. Letzte Runde, maximale Distanz. Wir stehen 6-2. Jetzt ist auf jeden Fall entschieden, ob wir noch zu 7 Wins kommen oder leider vorher abkacken.
Hand ist aber. Hand ist ein bisschen langsam, aber geht klar, finde ich. Okay, vielleicht geht's gegen Bo. Okay, klar. Vielleicht geht's auch nicht klar. I don't know. Turn 2 ist Fifth Blade Vindicator. Ist nicht so geil. Kannst du bitte nichts da drauf packen? Irgendwie kann ich einfach nur zwei nehmen diesmal. Ja, okay, danke. Alter. Okay. Ja, ich kill den jetzt einfach direkt, bevor der unendlich bescheuert wird. Nächste Runde dann wahrscheinlich Orzhov Locket into Sorrowform Hybrid. Also je nachdem, was der Gegner legt. Aber ich finde es wichtig, dass wir das fünfte Land haben fürs Rantorn. Okay, ich. Nee, hier ist. Ah, ich glaube tatsächlich, dass wir es trotzdem. Alter. Zu anders tappen, danke. Auch wenn ich es ein kleines bisschen verschwende und den Sorrow vom Hybrid theoretisch gegen einen anderen Two-Drop tausche, ist es, glaube ich, besser, das Mana an den Start zu bringen. Ich hätte jetzt zum Mala Woodshaper legen können und vielleicht gegen den Prowling Caracal traden. Fand es aber trotzdem besser, das Mana zu haben. Ich glaube, gegen Boros. Gar nicht so schlecht. Aber noch das Schwitz, das Gute ist, dass wir noch ein bisschen Life-Gain in der Hinterhand haben. Manchmal ist es ja so, dass man als Boros-Spieler dann so ein bisschen overextendet und vielleicht möglicherweise nicht so die besten Attacks macht, um dann irgendwie die letzten Damages durchzudrücken. Und wenn wir dann noch ein bisschen Life-Gain dazwischen, ist das natürlich mega. Doom Whisperer ist natürlich ein Haus, ne? Der bleibt, glaube ich, erstmal. Der wohnt jetzt erstmal hier. Sofern er nicht Pacifism oder sowas abkriegt, ist der erstmal ein ziemlich guter Roadblock. Wir sind allerdings auch auf 9. Also, und da liegen noch 2 Damage rum. Wenn der Gegner jetzt mit beiden angreift, ich kann nur einen blocken. Oh boy. Oh boy. Seht ihr, das meine ich. Jetzt kommen die schlechten Attacks. Jetzt wird komplett reingegangen. Ich nehme 7. Bin theoretisch nächste Runde tot. Okay. Und spiele jetzt aber den Carrion Imp, der erstmal den Barging Sergeant frisst und damit gehe ich auf 4. Und damit hoffe ich zu überleben. Also der Gegner hat da 2 Damage rumfliegen. Wenn jetzt nochmal so ein Barging Sergeant kommt, bin ich tot. Der mentort einfach auf den Prowling Caracal, dann greifen mich 3, 4 Power-Kreaturen an. Dann kann ich nichts mehr tun. Das ist aber. Was? Wie viel Damage hast du denn bitte? Okay. Keine Chance. Waldorf war der Endboss, den ich nicht schlagen kann. Herzlichen Glückwunsch an Waldorf. Und trotzdem finde ich, 6-3 für das erste Mal das Event austesten ist doch gar kein schlechter Rekord. Wir hatten zugegebenerweise auch sehr gute Draws. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war ein bisschen weird mit dem Mana, aber wie gesagt, lasst mich gerne wissen, wie ihr das Format gefunden habt, ob ihr Bock hattet auf das Format, was so Probleme waren, was besonders viel Spaß gemacht hat, welche geilen Mythics ihr gezogen habt und wie immer natürlich danke fürs Durchhalten bis zum Schluss. Lasst auch gerne den Daumen hoch oder den Abo oder ein Abo hier, würde ich mich drüber freuen. Bis zum nächsten Video, euer Solaris. Tschüss.